Tag zusammen und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Ganymede. Ganymede ist so ein kleines Projekt, was schon ewig in meinem Kopf rumwuselt und wo viel Inspiration von anderen YouTubern dahinter steckt. Ich habe mir überlegt, einen kleinen Radio-Magazin-Plot zu machen. Was könnt ihr erwarten in Ganymede? In Ganymede bekommt ihr jeden Monat eine kleine Review von mir von einem Anime. Ich stelle euch einfach ein kleines Anime vor, erzähle euch ein bisschen was über die Charaktere, ein bisschen was über die Story. Ich werde teilweise auch ein bisschen spoilern, also das nur am Rande, das möchte ich gleich gesagt haben. Erzähle euch dann ein bisschen was über den Zeichenstil und einfach meine privaten Eindrücke. Im zweiten Teil gibt es dann eine kleine Gaming-Review. Da werde ich vermutlich, denke ich, erstmal auf meine Jugendspiele gehen, also Spiele, die ich wirklich in meiner Kindheit und in meiner Jugend gespielt habe. Da wird es sehr viele SNES-Klassiker geben. Im dritten Teil gibt es jeden Monat eine kleine Top-Liste. Da werde ich mir immer ein bisschen was ausdenken, mal gucken. Es wird auf jeden Fall immer im Bereich Gaming-Anime sein. Zum Schluss sei noch gesagt, dass ich kein professioneller Reviewer bin. Ich bin da ganz neu in dem Bereich. Ich probiere das jetzt einfach mal und habe mir so ein kleines Konzept überlegt. Ich weiß nicht, ob das so wirklich gut wird. Ich möchte allerdings ein bisschen freisprechen. Das merkt man vielleicht hier jetzt auch schon. Also auch die Reviews sind von mir frei gesprochen. Ich werde frei meine Meinung äußern und habe kein Skript. Also ich lese nicht ab, sondern ich spreche wirklich frei ins Mikro aus meinen freien Gedanken. Und ich finde das auch eigentlich richtig. Es wird zwischen den einzelnen Bereichen immer Musik geben. Da wird es meistens Gaming-Musik geben. Mal gucken, was ich da so finde. In der heutigen Episode Juli 2018 geht es im Bereich Anime um Toradora. Toradora, ein Anime, das ich anfangs ein bisschen mit einem komischen Blick angeguckt habe. Aber ich sag mal, nach 20 Minuten war ich verliebt. Also wirklich ein schönes Anime, freut euch drauf. Danach gibt es eine kleine Gaming-Review und zwar über das SNES-Spiel Rocky und Pocky. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, ein tolles Spiel. In der dritten und letzten Kategorie geht es heute um meine Lieblings-Synchronsprecher in Animes. So, bevor ich mir jetzt noch weiter einen Ast ablaber, hören wir jetzt erstmal Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time. Viel Spaß! We'll be right back.
Zu Beginn möchte ich natürlich sagen, dass es sein kann, dass ich hier ein bisschen spoiler. Das möchte ich gleich vorweg sagen. Das heißt, falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann hört euch das hier am besten nicht an oder guckt euch zuerst das Anime an, bevor euch das hier anhört. Der junge Mann Ryoji ist seit Kindestagen an in seinen Schwarm Minori verknallt. Als dann das neue Schuljahr beginnt, kommt Ryoji sogar mit seinem Schwarm Minori in eine Klasse. Wenn da nicht seine Schüchternheit wäre. Am ersten Schultag stößt Ryoji dann mit Tiger auf dem Schulhof zusammen und bekommt prompt von ihr eine aufs Fressbrett. Nach einer kleinen Verwechslungsgeschichte steigt Tiger dann nachts bei Ryoji ein, um einen Liebesbrief zurückzuholen, der fälschlicherweise in seiner Tasche landete, statt in der von Kitamura, des besten Freundes von Ryoji. Nach einer unheimlichen ersten Begegnung freunden sich Ryoji und Tiger an und wollen nun dem jeweils anderen dabei helfen, seinen Schwarm für sich zu gewinnen. Die ganze Freundschaftsnummer funktioniert auch nur deswegen, weil Ryoji ein absolut gutmütiger, bescheidener und urentspannter Typ ist. Außerdem ist er auch noch ein absoluter Putzfanatiker. So, und wenn wir schon dabei sind, trenn doch bitte deine Wäsche, ja? Die dunklen Sachen müssen in den Grün. Halt doch endlich mal deinen Mund! Hör auf, ständig so pingelig zu sein! Jungs in deinem Alter sollten doch eigentlich eher... Tiger ist genau das Gegenteil. Sie ist herrisch, zickig, unordentlich und manchmal sogar ein bisschen boshaft. Hör zu, wenn man sich mit dir unterhält. Und wenn du ehrlich wissen willst, wie du dich verhalten hast. Du hast gestottert wie ein Vollidiot. Und, ist das Essen jetzt endlich fertig oder was? Das hat mir wehgetan. Ja, fast. Der Reis ist gleich fertig, dann geht's los. Was sie komischerweise aber nicht unsympathisch macht. Ich muss sogar sagen, dass Tiger mein absoluter Lieblingscharakter aus dem Anime ist. Minori ist das Power Girl der Clique. Für meinen Geschmack etwas zu viel Power. Also wenn mir ein Charakter auf den Keks geht, dann ist es Minori. Der Humor, der von jedem einzelnen Charakter ausgeht, ist echt spitze. Wobei ich sagen muss, dass bei Minori der ganze Humor nicht so ganz in meine Richtung geht. Ich find's ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Fremdschämen bei ihr. Aber das ist eine Sache, die muss man mögen. Tizzy zum Beispiel mag Minori sehr, sehr gerne. Kitamura ist der absolute Mädchenschwarm. Er ist klug, sportlich und sehr, sehr beliebt. In Folge 4 oder 5 taucht dann auch Ami auf. Ami ist eine Sandkastenfreundin von Kitamura und sie ist mit der interessanteste Charakter. Sie ist Schülerin und Model und das absolute Prinzesschen. Hochnäsig, eingebildet und extrem arrogant. Ami spielt das typische hochnäsige Mädchen, das aber niemandem sein wahres Gesicht zeigen will. Oh Mann, ist mir langweilig. Amis Eistee ist leer. Mach dich doch mal etwas nützlich und hol mir einen neuen, ja? Hast du was an den Ohren? Na schön. Du bist wohl nicht so gut erzogen worden, was? Ich hab ne Idee. Ich lass es einfach dein Freund für mich machen. Oh ja, so wie er sich verhält, macht er wohl alles, worum ich ihn bitten werde, nicht wahr? Ich spanne ihn dir einfach aus, okay? Obwohl ich ihn gar nicht will. Soll heißen, sie verstellt sich eigentlich die ganze Zeit und wir als Zuschauer bekommen aber mit, wie sie in Wirklichkeit ist. Und auch ein paar Charaktere, was ich sehr, sehr gut finde, da man sowas eben unter wirklich engen Freunden nie wirklich geheim halten kann. Das Interessanteste an Ami ist allerdings ihre Motivation und ihre Ziele. Die sind hier immer nicht ganz klar. Damit meine ich, die Ziele von Kitamura oder von Tiger zum Beispiel sind immer klar. Man merkt immer, was ihr Ziel ist. Gut, bei Kitamura jetzt vielleicht nicht direkt am Anfang, aber später dann. Aber man hat bei jedem dieser Charaktere immer, okay, er möchte das und das erreichen und er möchte das und das haben. Und darauf arbeitet dieser Charakter eben hin. Bei Ami ist das anders. Ami wurde als Charakter so integriert, dass sie zwar ein Ziel hat, aber für den Zuschauer nicht ganz klar ist, möchte sie das jetzt aus dem Grund oder möchte sie das aus dem Grund? Beziehungsweise, das ist schwer zu greifen, beziehungsweise möchte sie das Ziel wirklich erreichen oder möchte sie damit nur einem anderen Charakter wirklich Panik machen und wirklich aus der Reserve locken? Sehr interessanter Charakter. Also Ami nach Tiger, mein Lieblingscharakter. Beispielsweise zeigt Ami auch großes Interesse an Ryoji. Wobei da eben, wie gesagt, nie ganz klar ist, hat sie jetzt wirklich Interesse an Ryoji, weil sie sich wirklich in ihn verliebt hat, was durchaus sein kann. Oder macht sie das nur, um Tiger auf die Spitze zu treiben, um Tiger wirklich aus der Reserve zu locken, weil sie mit Tiger eben viel streitet.
Oder tut sie das vielleicht sogar, weil sie insgeheim Tiger ja mag und möchte, dass Tiger sich über ihre wahren Gefühle klar wird. Das ist wirklich ein interessanter Charakter. Der Zeichenstil von Toradora gefällt mir sehr gut. Er ist halt dieses typische Anime. Also alle haben große Augen, die Mädchen haben bunte Frisuren. Mit Ausnahme von Ryoji, der ja in der Serie aussehen soll wie ein Gangster. Wahrscheinlich hat er deswegen kleine Augen bekommen. Die Synchronisation ist wirklich, wirklich gut gelungen. Also ich bin da positiv überrascht. Sämtliche Stimmen gehen auf jeden Fall mehr als in Ordnung. Vor allem Tiger und Ryoji stechen raus. Also die beiden haben wirklich eine sehr, sehr tolle Stimme. Wobei die Stimme von Ami auch sehr, sehr gut ist. Hey, sag mal, du bist ja ziemlich putzig. Wie groß bist du eigentlich? Ich frag ja nur, weil du für dein Alter so klein wirkst. Klamotten in deiner Größe gibt es wohl nur in der Kinderabteilung. Ich hatte, wenn du dir eine Jeans kaufst, musst du gleich zum Schneider. Kaum zu glauben, dass Tiger sich so beherrschen kann. Ach ja. Da war eine Mistfliege in deinem Gesicht. Nein, warte, es war ein Kackkäfer. Jetzt reicht's, du Kleine! Hey, Ami, wir sollten jetzt los. Man hätte kaum eine bessere Synchronstimme für Tiger nehmen können. Wirklich, wirklich sehr überzeugend und sehr toll gesprochen. Also man merkt den Charakter für Tiger, merkt man an, dass diese Stimme wirklich dafür gemacht ist. Man merkt auch den Synchronsprechern an, dass sie Spaß mit dem Sprechen der Rolle hatten. Und das merkt man bei so ziemlich jedem Charakter. Mal darauf, dass du die Taschen vorher leer machst. Ich musste die ganze Waschmaschine sauber machen. Ja, ja. Tiger wird gesprochen von Luisa Witzkorek. Eine wirklich, wirklich ganz, ganz tolle Synchronsprecherin. Gehört sogar mit zu meinen Lieblingssynchronsprechern. Du hast aber wirklich lange gebraucht. Was ist denn mit dir passiert? Gar nichts. Wo sind denn die anderen beiden abgeblieben? Ich habe keine Ahnung. Seit du weggefahren bist, haben sich Minori und Ryuji hier nicht blicken lassen. Ich finde das auch sehr merkwürdig. Während ich hier schufte, spielt er mit Minori Turteltäubchen. Na warte, du Hund! Kleine, was redest du denn? Da vorne stehen Bestellungen, die du bitte gleich... Ryuji! Wo versteckst du dich? Na warte, ich werde dich finden! Ryuji wird gesprochen von Ozan Unal. Und wem die Stimme bekannt vorkommt, der spricht auch Leonard aus Big Bang Theory. Tiger, was soll ich uns kochen? Ich mach dir, was du willst. Du musst dir nur überlegen, was. Also, freust du dich schon morgen aufs Schwimmen? Ach, denk dran, wir sollen große Badehandtücher mitnehmen. Halt einfach die Klappe. Okay, jetzt reicht's. Warum bist du denn so verdammt zickig? Wegen des Badeanzugs? Sag jetzt bitte nicht wegen Ami und gestern Abend. Nein, das ist es nicht. Ja, was denn dann? Ich kann nicht schwimmen. So, jetzt zufrieden. Toradora kommt mit insgesamt 25 Episoden daher. Mit zwei Intros. Das erste Intro ist meiner Meinung nach extrem gut gelungen. Das erste Intro kann man durchaus auch ohne das Anime hören. Das zweite Intro ist meiner Meinung nach nicht so gut gelungen wie das erste. Es ist nicht schlecht, man kann es sich anhören. Allerdings ist es eben, ja, es ist nicht so gut wie das erste. Das merkt man zum Beispiel daran, als ich die Episoden geguckt habe, habe ich das erste Intro jedes Mal mit angesehen. Beim zweiten habe ich nach der zweiten Episode weggeskippt. Kommen wir zu meinem Fazit. Toradora ist ein spannendes, emotionales und wirklich wunderschönes Stück Anime. Bei mir hatte der Anime zumindest Suchtpotenzial, also ich habe mir die 25 Episoden innerhalb von 3 Tagen reingezogen. Hätte es mir sogar an einem Tag reingezogen, wenn ich die Zeit gehabt hätte. Wer nun Action, Explosionen und ein bisschen Krach-Bum-Bang sucht, der ist hier allerdings falsch. Aber wer ein Anime mit Drama, Komödie und Romanze zu schätzen weiß, der findet hier wirkliches Anime-Futter. Ach ja, und zum Schluss, was ich so im Netz gefunden habe wegen dem Ende von Toradora, da sind viele Leute nicht so zufrieden. Ich muss allerdings sagen, das Ende hätte nicht besser geschrieben werden können, also ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Und gleich geht es weiter mit dem SNES-Spiel Rocky und Pocky, aber zuerst hören wir F-Zero, Big Blue, Have Fun, bis dann!
Ein Schreinmädchen, ein Waschbär und eine dunkle Bedrohung im fernen Japan. Das Game, produziert von Natsume, erschien 1993 in Deutschland. Es handelt sich um einen Scrolling-Shooter, was in dieser Zeit sehr häufig über den SNES-Bildschirm flimmerte. Die Protagonistin Pocky besiegte einst die Nopino-Goblins. Was Nopino-Goblins sind, kann ich euch leider nicht sagen. Ich schätze mal irgendwelche Dämonen. Im Normalfall sind die Nopino-Goblins anscheinend friedliche Wesen. Rocky, der Waschbär, taucht am Schrein auf und erzählt Pocky, dass die Goblins wieder mal durchdrehen. Also ziehen Rocky und Pocky aus, um das Böse zu bezwingen und dem dunklen Komplott auf die Schliche zu kommen. Okay, der Plot ist jetzt vielleicht nicht so das Highlight, aber das Spiel hat andere Stärken. Zunächst einmal ist da die wunderschöne und zeitlose Grafik. Jedes Level ist wundervoll designt und mit Liebe gestaltet. Jeder einzelne, selbst noch so popelige Gegner ist wirklich aufs Detail geplant. Das gesamte Gewusel auf dem Bildschirm ist immer bunt, schnell und wunderschön designt. Zum Beispiel die Bentos. Ja, das sind keine Geschenke, das sind Bentos, also japanische Lunchpakete. Pockys Hauptwaffe sind auch keine Spielkarten, wie man vermuten könnte, sondern sogenannte Ofuda. Das sind japanische Siegel, die es an Schreinen zu kaufen gibt, meist aus Papier, Holz oder Stoff. Rocky wehrt sich dagegen mit Blättern von Bäumen. Die Hauptwaffen können durch Aufsammeln von bunten Kugeln, Dragon Ball lässt grüßen, verstärkt werden. Wobei die Roten hier den Angriff verstärken und die Blauen einen Streuschuss verleihen. Zusätzlich haben der Waschbär und das junge Tempelmädchen einen Nahkampfangriff. Sei es mit einem Mönchsstab oder eben mit dem pelzigen Schwanz des Genossen. Diese Art des Angriffes dient aber weniger zum Attackieren, sondern eher zum Abfangen und Blocken von Geschossen. Sollte mal zu viel auf dem Bildschirm los sein und mal Not am Mann sein, verfügen beide über einen Spezialangriff, der allerdings begrenzt ist. An dieser Stelle ist gleich gesagt, dass Rocky und Pocky ein absolutes Teamspiel ist. Soll heißen, ihr braucht auf jeden Fall einen Kumpel mit auf der Couch, denn alleine ist das ziemlich unmöglich zu schaffen. Außerdem macht es erst mit einem Kumpel richtig Laune. Der Schwierigkeitsgrad bei Rocky und Pocky ist ziemlich knackig. Es fängt eigentlich ziemlich human an, also zumindest im ersten Level kommt man noch ganz gut durch, wohingegen die späteren Level fast nicht mehr zu schaffen sind, wenn man nicht wirklich ein gutes Team bildet. Ich selbst habe das Spiel noch nie durchgeschafft, mag auch daran liegen, dass meine letzten Versuche einige Jahre zurückliegen und ich glaube ich 12 oder 13 Jahre alt war. Ich habe es vor kurzem mit Mr. Smooth mal probiert, allerdings hatten wir nicht so viel Zeit, weswegen wir frühzeitig beenden mussten. Zum Schluss mit das Schönste an Rocky und Pocky ist die Musik. Der japanische Touch ist unüberhörbar. Jedes Theme ist in meinen Augen, oder besser gesagt in meinen Ohren, unheimlich gut gelungen. Passt immer zur Situation und hört sich echt toll an. Mein Schlusswort und Fazit ist hier: Holt euch Rocky und Pocky. Zusammen mit einem Kumpel kann man echt eine tolle Zeit haben. Und da ich die Musik so toll finde, hören wir jetzt aus Rocky und Pocky das Intro. Viel Spaß!
So, und damit kommen wir nun zur Top-Liste meiner Lieblingssynchronsprecher. Ich habe mir die ganzen Synchronsprecher, die ich gern mag, rausgesucht. Das sind wirklich sehr, sehr viele. Und habe das Ganze in eine Liste gepackt und möchte euch die Top 6 vorstellen. Warum gerade die Top 6, kann ich nicht beantworten. Aber diese 6 sind eben die, die bei mir ziemlich herausstechen und die ich fantastisch finde. Alle 6. Sie in die Reihenfolge zu bringen, war für mich verdammt schwer, bis auf Platz 1. Platz 1 ist für mich ganz klar, war es schon immer, wird es auch immer wahrscheinlich bleiben, aber man sollte niemals nie sagen. Also hier die Top 6 meiner liebsten Synchronsprecher. Platz 6, Daniel Käser, spricht Sadao Mao in The Devil is a Part-Timer. Verdammt gute Stimme. Klar, oder glaubst du echt, das war eine Naturkatastrophe? Ein Erdbeben zufällig da, wo wir uns aufhalten? Nee, dafür ist jemand verantwortlich. Keine Ahnung, ob es von einer magischen Sonarwelle ausgelöst wurde, aber wer auch immer dafür verantwortlich ist, dürfte nun sehr genau wissen, wo wir zwei Hübschen uns befinden. Und der Attentäter? Ich wette, der war in der Nähe. Hat's wohl sein gelassen, weil ich meinen Körper und meine Kräfte wieder hatte. Ich bin schon ein toller Hecht. Platz 5. Oliver Siebeck spricht Vegeta in Dragon Ball Z. Weißt du, was das bedeutet? Dass ich aus dem Jenseits komme. Ich gehöre längst nicht mehr zur Welt der Sterblichen. Ich fürchte hier nichts und niemanden. Willst du wissen, wer ich bin? Ich bin Vegeta! Platz 4. Corinna Dorenkamp. Sie spricht unter anderem Emilia aus The Devil is a Part-Timer, aber auch zum Beispiel aus der sehr beliebten Serie Ghost Whisperer die Hauptrolle. Vergebt mir bitte eure dämonische Majestät. Also, Ashia, was habt ihr Säcke mit diesem armen Mädchen vor? Nichts, ich schwöre. Seine Majestät führt nichts Böses im Schilde. Das ist ein Missverständnis. Ein Dämon, der nichts Böses im Schilde führt? Ja, nee, ist klar. Bitte lass mich doch ausreden und es dir... Platz 3. Luisa Witzkorek. Sie spricht in Toradora Tiger. Hör zu, wenn man sich mit dir unterhält. Und wenn du ehrlich wissen willst, wie du dich verhalten hast... Du hast gestottert wie ein Vollidiot! Und, ist das Essen jetzt endlich fertig oder was? Das hat mir wehgetan! Ja, fast! Platz 2. Clemens Ostermann spricht Ranma in Ranma 1,5 und zwar in seiner männlichen Form. Aber er spricht auch zum Beispiel in American Dragon, in Smallville und in Beyblade. Clemens Ostermann verstarb leider am 30. April 2007. Komm, ja nicht näher! Bleib mir vom Leib! Was soll das denn nun wieder heißen? Wer ist denn schuld daran, dass ich erkältet bin, ha? Denk doch mal nach! Keinen Schritt näher! Und ich, Vollidiot, hab doch tatsächlich geglaubt, du würdest dir Sorgen um mich machen! Das stimmt auch. Ich mach mir Sorgen. Ich mach mir wirklich Sorgen. Sogar ganz gewaltige. Was ist? Platz 1. Angela Widerhut. Sie ist meine absolute Lieblingssynchronsprecherin und das nicht zu Unrecht, denn sie spricht in verdammt vielen Rollen. Sie spricht nicht nur die weibliche Version von Ranma, sondern auch in Game of Thrones, in High School of the Dead, in South Park, One Piece, How I Met Your Mother und Pokémon. Die meisten von euch werden sie wahrscheinlich kennen aus der sehr beliebten Serie How I Met Your Mother, da spricht sie die Lilly. Sampo! Oh Ranma, ich bin so froh, dich wiederzusehen! Kommst du zu Rendezvous mit mir? Wäre sehr schön. Ich kann nicht, ich muss Akane retten. So ein wahnsinniger Verrückter hat sie entführt. Sie ist in Gefahr. Du Blödmann, ich bin hier. Hanno. Hey, hör sofort damit auf, du tust Akane weh. Also du Verrückter, jetzt erklär mir mal, wie du mich damit verwechseln kannst. So, das war's mit der ersten Folge Ganime. Jetzt zum Schluss möchte ich nur noch kurz sagen, dass das meine erste Folge war und ich von euch gerne ein kleines Feedback hätte, wenn ihr Lust dazu habt. Also schreibt ruhig in die Kommentare, wie ihr es fandet und vielleicht auch Verbesserungsvorschläge, gerne auch Kritik, was nicht so toll war, was nicht so gut war, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, das zeigt mir einfach, dass es euch so gefällt, wie es ist. Und jetzt hören wir noch ActRaiser, das Filmore-Thema. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns nächsten Monat wieder. Bis dahin, ciao.